So, heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing. Und zwar ist heute meine Collector's Edition von Deus Ex Human Revolution angekommen. Machen wir hier. Das hier ist nämlich nur so dran geklebt, also ist auch das USK 18 Logo zum Glück noch aufgeklebt. Der Inhalt von der Collector's Edition. So, ist das Spiel, die Sammlerfigur und 40-seitiges Artbook. Also, das ist rein von der Collector's Edition. Zusätzlich, ich glaube, das ist auch bei der Limited Edition dabei. Zusätzliche Missionen: schallgedämpftes Scharfschützengewehr, Granatwerfer, ferngezündeter Sprengsatz, extra Gegenstand und doppelläufige Schrotflinte. Erinnert mich an Doom 2. Dann gibt es noch 10.000 Ingame-Credits und eine exklusive Bonus-DVD mit einem 44-minütigen Making-of. Game-Soundtrack. Mal schauen, ob man das runterladen muss oder ob das auf der CD ist. So, erstmal. Ja, der ist mal, ich sag mal, witzig in der Verpackung, wollte ich gerade sagen. So, ja. Wenn es zoomt. Sieht jetzt mal in Ordnung aus, würde ich jetzt sagen. Okay, da fliegt er mir eh mal um. Tun wir den mal kurz beiseite. Da haben wir. So. Da müsste Spiel drin sein, mache ich gleich auf. Ah, das ist eine Waffe, was mir gerade entgegengeflogen ist. Kann ich stellen. Nö. Aber auf jeden Fall eine Waffe. So, bevor ich zum Spiel gehe, mal. Es müsste. Ja. Das Artbook. Schaut wieder richtig cool gezeichnet aus, muss ich jetzt mal sagen. Ist da noch was drin? Nope. Ah, da ist noch. Das kriege ich jetzt gerade nicht raus, aber ich zeige das hier mal. Da ist noch eine Waffe, was man an der Figur dran machen kann. Genauso wie eine Hand. Und nochmal das hier. So, machen wir mal das hier auf. So, schauen wir mal hier rein. Da haben wir mal kurz off-camera. Haben wir zwei Codes. Einmal für die explosive Mission plus taktische Optimierung. Ein Download-Code und eine Registrierkarte für das Spiel, dann die Anleitung. Gut schauen, da ist kein Code drauf. Ja. So ziemlich Standard, schwarz-weiß, aber mal wenigstens eine Anleitung. Ja. Das hat, ja. 22 Seiten, ja, das ist wenigstens eine Anleitung. Dann das Spiel selber und die Bonus-Disc. Und auf jeden Seite auch finde ich ein cooles Bild drauf. Und ich glaube, das war's schon wieder. Ich hätte jetzt. Ja, ich hätte mich jetzt noch ein bisschen mehr gefreut, wenn ich jetzt noch die Pre-Order-Box noch dazu bekommen hätte. Da hätte ich Deus Ex 1 noch bekommen, aber naja, zumindest das Spiel habe ich.
Ja, und ich würde sagen, das war's jetzt an der Stelle wieder. Hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder.